So, willkommen zu einem weiteren Haul-Video. Diesmal von dem Shop dannypoist.de. Und das erste, was dabei war, war so ein kleines Heft mit Inspirationen. Der Shop bietet Monatskits an, entsprechend dem, was man macht. Also zum Beispiel, wenn man Karten macht, kann man sich dazu dann noch ein Add-on holen. Und der Shop lässt dann ein paar Künstler, Mitarbeiter, was auch immer, mit diesem Kit etwas herstellen. Und das wird dann in diesem Katalog gezeigt. So, und eigentlich habe ich bei dem Shop nur wegen diesem Ordner hier eingekauft. Für Scrapbook-Papiere, weil die ja in diese normalen DIN A4 Ordner oder Ablagen nicht reinpassen. Und außerdem hatte der auch ein schönes Design. Da passen bis zu 100 Bögen, glaube ich, rein. Aber dann hatte mir der Shop gefallen und ich habe dann noch ein paar andere günstige Sachen entdeckt, die zum Beispiel bei Amazon um einiges teurer waren. Und zwar, das sind diese Smash Pads. Die kosten bei Amazon so um die 4,50 Euro ungefähr. Und in diesem Shop haben die 2,50 Euro pro Stück gekostet. Was schon ein Unterschied ist. Da habe ich dann ein paar eingekauft. Der hier ist von einer anderen Firma, der hat dann was anderes gekostet. Aber ich dachte, die eignen sich halt sehr gut fürs Scrapbooken, Booking für mein Hobonichi. Ja, und halt, weiß ich mal, dazu komme für so ein Smashbook. Diese Pads haben immer verschiedene Papiere zu einem bestimmten Thema. Das hier ist zum Beispiel das Thema Familie, die man in seine Seiten einbinden kann. Ich werde die jetzt nicht alle durchblättern. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr nochmal genauer nachfragen. Dann war ich schon länger aus auf dieses Project Life Set von Inspire heißt das. Das ist, ich muss mal meine Katze hier wegsammeln. Ich möchte dich hier nicht oben haben. Das sind mit, ja, aquarellartig, sind diese Karten. Und leider waren die kleinen Sets davon ausverkauft. Eigentlich hätte ich gerne so ein kleines Set genommen, also habe ich dann das kleinste genommen, weil sonst nur noch das richtig große Set, dieses Core-Set da gewesen wäre und das war mir ein bisschen zu viel. Deswegen habe ich dann jetzt erstmal nur so ein kleines Set genommen. Da sind 12 Karten dabei. Als nächstes habe ich mir hier Buchstabensets geholt in verschiedenen Farben. Das ist einmal hier so eher so Pastellfarben. Dann sind das hier eher kräftige Farben. Und hier sind auch kräftige Farben. Bolds heißt das. Und ich habe unbedingt noch mehr Buchstaben gebraucht. Hier sieht man, wie groß die sind. Dann habe ich hier mir noch ein weiteres Project Life Kartenset geholt. Das ist das Set Travel. Für mein Japan Scrapbook.
Weil bisher hatte ich nur Project Life Karten zum Thema Baby für meine Tochter. Und hier nochmal Project Life Karten zum Thema Frühling. Die auch gut in mein Album passen werden, weil wir im Frühling verreist waren. Und dann sind hier noch ein paar bunte Karten zum Thema Summertime. Die haben mir jetzt einfach von den Farben her sehr gut gefallen. Dann habe ich mir hier zwei Blöcke Tickets zum Ausreisen bestellt. Die sich eigentlich auch ganz gut immer beim Scrapbook machen. Vor allem bei so einem Reisescrapbook. Und von Tim Holtz habe ich hier auch nochmal so ein Kartenset. Das ist eher so ein Vintage-mäßig, aber ich fand das die Karten, die in der Vorschau sind, auch schön für das Reisethema sind. Zum Beispiel hier diese Landkarte. Hier sieht man, dass da verschiedene Größen drin sind. Einmal so eine großen Karten. Dann hier so einen großen. Also die sind 15 cm, 10 cm, 8 cm, dann 8x8, also quadratisch, und 8x5, also recht klein. So. Ich finde es immer schwer für Thema Japan Blätter oder Papier zu finden. Und dann habe ich hier dieses Set gefunden. Das nennt sich Tea Garden. Und da sind ein paar schöne Papiere dabei, die ich gut benutzen kann. Und dazu passend gab es dann hier noch Sticker und hier auch noch so einen Kartenbogen, den ich ausschneiden kann. Und die werden gut meine bisherigen Sachen ergänzen. Und dann habe ich mir noch ein Papierset bestellt. Das ist 1 Kilo Papier. Und das ist wahllos zusammengestellt vom Shop. Und das ist mal interessant, auch Papier dabei zu haben, was man ich jetzt so nicht direkt geholt hätte, aber das ist halt so Ausschussware, so ein bisschen experimentieren. Das ist eher Zufall, was da drin ist, dann entsprechend. So, das war es dann auch wieder für diesen Haul und dann hoffe ich, dass ich demnächst Ergebnisse mit den Sachen zeigen kann. Bis dann!